Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge meiner Sprint to Glory mit 1860. Wir sind in der zweiten Saison und aufgestiegen und damit gehen wir rein in die erste zweite Bundesliga-Saison. Wir haben folgenden Kader, mit denen ich eigentlich relativ zufrieden bin, bis auf im Sturm und in der zentraloffensiven Mittelfeld. Da müsste man vielleicht nochmal nachlegen, aber sonst würde ich sagen, ja, bin ich sehr zufrieden. Für diese Saison haben wir leider nur 3,895 Millionen. Das ist leider nicht viel und wir müssten noch ein paar Verträge verlängern. Das sind auch gerade nicht wenig Spieler, wo wir die Verträge verlängern müssen, also mache ich mich schnell nochmal an die Sache ran. So, alle Verträge verlängert, bis auf einen und zwar von Stefan Lex. Der ist auch schon 33 Jahre alt, das heißt, darauf werden wir nicht so viel Fokus legen, ihn zu behalten. Dadurch haben wir jetzt nur noch ein Transferbudget von 3,5 Millionen. Dadurch sind jetzt folgende Spieler auf der Transferliste gelandet: einmal Kobylanski, Lex, Werenzi, Karsma, Syr und Tagba. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir alle losbekommen, damit wir ordentlich und vor allem gute Spieler nachkaufen können. Als erster Transfer in dieser Saison verpflichten wir einen neuen Torhüter und zwar mit derselben Gesamtstärke, aber 2, 3 Jahre jünger, was auf jeden Fall gut ist. Und er kommt von einem Zweitligisten, nämlich den Hamburger SV. Er heißt Matteo Raab. Er kommt für 1,8 Millionen, das ist ziemlich günstig. Und damit haben wir meiner Meinung nach, es kommt darauf an, wie der automatische Trainer ihn einsetzt, einen neuen Stammtorhüter. Der erste Abgang in dieser Saison folgt von Stefan Lex, der auf der Außen vertreten war, und er geht zum SC Werl für 340.000. Testspiel 1 verlieren wir leider und zwar in Höhe von 1 zu 0. Der nächste, der auf der Transferliste war, verlässt uns und zwar Werenzi, er geht für 1,5 Millionen. Im zweiten Testspiel liefern wir auch nicht gut ab, denn hier spielen wir leider nur unentschieden in Höhe von 2 zu 2. Devin Syr ist der nächste, der geht. Er geht für 600.000. Das dritte und letzte Testspiel verlieren wir und zwar in Höhe von 2 zu 0. Auro Tagba ist der nächste, der uns verlässt und zwar für 1,2 Millionen. Dadurch, dass wir einen neuen Stammtorhüter haben, verkaufen wir jetzt unseren und zwar Marco Hiller geht für 3,5 Millionen. Das ist richtig viel und damit können wir definitiv einen neuen Top-Transfer tätigen. Was ich vergessen habe, euch noch zu zeigen, und zwar die, ja, das mit den Testspielen. Also, das war katastrophale Leistung und somit sind wir verdient auf den letzten Platz. Durch den Verkauf von Hiller brauchen wir natürlich einen neuen Reservetorhüter und der kommt, und zwar ligaintern von Braunschweig, kommt nämlich Hofmann. Und zwar für eine sehr günstige Summe, die mich ein bisschen überrascht hat, warum die den so günstig verkaufen, denn ich denke, ich habe viel zu viel geboten mit 900.000. Und damit haben wir einen 68er Gesamtstärke-Torhüter. Wir haben aus meinen Augen noch einen Flügelspieler gebraucht, den holen wir jetzt und zwar wieder ligaintern von Regensburg, nämlich Think. Den habe ich hundertprozentig falsch ausgesprochen, aber er kommt auf jeden Fall mit einer 72er Gesamtstärke, was richtig stark ist. Er kommt nicht für den rechten Flügel, sondern für den linken Flügel und zwar für 1,5 Millionen. Wir brauchten ja einen neuen zentralen offensiven Mittelfeldspieler, den haben wir jetzt geholt, einen sehr talentierten und zwar vom Erzrivalen vom FC Bayern München. Es tut mir ein bisschen leid, aber er ist halt so talentiert und für diese Position kommt er auf jeden Fall in Frage, nämlich Paul Wanner wird ausgeliehen für 2 Jahre. Tom Kretzschmar, sorry, wird verkauft für 1,4 Millionen. Damit ist der letzte Torhüter, den wir in der letzten Saison hatten, auch weg. Und damit haben wir jetzt die komplette Torhüterposition einmal komplett ausgetauscht. Martin Koblanski ist der nächste, der geht. Und zwar für 1 Million, was extrem viel ist für diesen Spieler. Und damit bin ich sehr happy über diesen Transfer. Jetzt brauchen wir erst recht einen neuen Stürmer, denn Marcel Bär wird verkauft. Und zwar für glatte 2 Millionen. Jetzt kommen wir zum absoluten Top-Transfer meiner Meinung nach, denn der kommt aus der ersten Liga und hat eine 75er Gesamtstärke und kommt von Hoffenheim. Also ich bin sehr überrascht immer noch. Hört ihr vielleicht an meiner Stimme, denn dass das überhaupt über die Bühne gegangen ist, ist absolut krass. Also wir haben, wie heißt er mit Vornamen? Kevin Vogt verpflichtet für 4 Millionen. Leider konnten wir keinen Stürmer mehr verpflichten und somit haben wir am Ende dieser Transferphase noch ein Transferbudget von 2 Millionen.
Unsere Mannschaft schaut dann jetzt wie folgt aus. Wir gehen jetzt mit Lackenmacher rein, der hoffentlich gut abliefert. Königsdörfer muss nochmal schnell auf die Position angepasst werden. Aber sonst schaut unsere Mannschaft meiner Meinung nach ziemlich solide aus und sollte von dem Abstieg, ja, vermieden werden. Damit gehen wir jetzt rein in den Kalender und simulieren, ich würde sagen, bis zum Januar, um ein kurzes Zwischenfazit zu sammeln. Damit bis gleich. So, wir sind angekommen am Januar 2024 und damit gucken wir zuerst auf die Tabelle und da sind wir ziemlich weit unten, nämlich auf Platz 14, wie erwartet. Wir haben ziemlich viel mit dem Abstieg zu tun. Ich hoffe natürlich, dass wir nicht absteigen. Ja, Karlsruhe, Rostock und Regensburg sind auf den jeweiligen Abstiegsplätzen und auf den Aufstiegsplätzen sind jeweils Werder Bremen, Schalke 04 und der erste FC Nürnberg. Unsere Mannschaft hat sich jetzt wie folgt entwickelt. Ja, der schaut ziemlich gut aus, was mir direkt auffällt, dass Paul Wanner nicht mehr da ist. Heißt, der automatische Trainer hat ihn leider nicht eingesetzt. Deshalb leihen wir ihn direkt aus und zwar für 6 Monate leider nur, aber mit Kaufoption und ja, ich hoffe, diesmal wird er mehr eingesetzt. Meris Skinderovic, keine Ahnung, wird verkauft für 1,25 Millionen und damit haben wir weiteres Geld bekommen. Ich habe mich doch anders entschieden. Paul Wanner wird fest verpflichtet vom FC Bayern München und zwar für 2 Millionen. Wir ziehen direkt die Kaufoption, da wir keinen weiteren Stürmer gefunden haben, denn die waren alle viel zu teuer. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein mit Paul Wanner mit der Festverpflichtung. Somit haben wir jetzt am Ende nur noch ein Transferbudget von 538.000, also nicht mehr viel. Wir haben so gut wie alles ausgegeben. Wie gesagt, für einen Stürmer hat es leider nicht mehr gereicht. Ja. Und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt am Ende des Jahr, am Ende der Saison, nicht des Jahres, weil da waren wir jetzt schon. Die Mannschaft brauchen wir uns nicht anschauen, da hat sich ja eigentlich so gut wie gar nichts verändert. Die Tabelle auch nicht. Somit gehen wir jetzt rein in die Schnellsimulation. So, wir sind angekommen im Juni 2024 und natürlich blicken wir sofort auf die Tabelle, wo wir sehen, dass wir den Abstieg vermieden haben. Das ist natürlich sehr glücklich zu wissen. Absteigen wird Regensburg und Rostock. Ja, bei unserem Abstieg war es extrem knapp. Aufsteigen wird auf jeden Fall der SV Werder Bremen und Schalke 04. Arminia Bielefeld musste in die Relegation im DFB-Pokal. Ja, sind wir leider sehr früh ausgeschieden. Leverkusen gewinnt im Elfmeterschießen gegen RB Leipzig. Und wie gesagt, wir sind relativ früh ausgeschieden. Ich glaube sogar gegen Leverkusen. So ist es auch. Wir verlieren 3 zu 1 gegen Leverkusen in Runde 2. Die Statistiken werden folgendermaßen sein. Raab hat 4 Spiele ohne Gegentore gemacht. Das ist in Ordnung dafür, dass es die zweite Liga war. Er hat sich sogar um 2 Gesamtstärken verbessert. Die meisten Vorlagen hat Königsdörfer mit ganzen 6. Das ist jetzt nicht so stark, aber in Ordnung. Und die meisten Tore hat Lackenmacher mit 7. Und dahinter kommt auch gleich Sink und Boyamba. Ja, wie gesagt, wir sind nirgendwo zweistellig. Das ist, ja. Komplett erwartungsvoll so gewesen, weil wir einfach nicht gut abgeliefert haben, was auch komplett normal ist, weil wir halt ein Aufsteiger sind. Und damit schauen wir uns jetzt nochmal die Mannschaft an. Die schaut in meinen Augen ziemlich gut aus, vor allem von der Entwicklung. Königsdörfer jetzt mittlerweile schon mit 73, genauso wie Morgalla und Raab. Über Vogt, der hat sich sogar auch mit seinen 32 Jahren nochmal verbessert. Also ich bin ziemlich zuversichtlich für die nächste Saison. Wir sollten hoffentlich nicht absteigen in meinen Augen. Sondern uns weiter verbessern. Auch Paul Wanner, der sich sehr, sehr gut entwickelt hat. Damit würde ich aber auch sagen, war es das von diesem Video, von dieser Saison. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge oder im nächsten Video. Auf eure Kommentare und Tipps konnte ich nur nicht eingehen, denn diese Folge nehme ich direkt nach der ersten Folge auf. Ich hoffe natürlich, ihr schreibt weiter Tipps, Transfers und Tricks in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen. Falls ja, lasst gerne noch ein Like und ein Abo da und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao!